Ich ziele auf dein Kinn und ich treffe dein Kinn. 20 Sekunden. Wenn du das 20 Sekunden durchziehst. Technik machen wir minimal, aber wir gehen heute auf Conny. Das heißt, heute wird gekickt wie am Heu. Und wenn du kotzt, dann holen wir einen Eimer, dann kotzt du in den Eimer und dann weiter wird gekickt. Warum wir immer viel Springseil machen, ist halt gut für die Waden. Wir haben die Schultermuskulatur auf. Mit Springseil wärmt man den gesamten Körper einfach schnell und effektiv auf. Kinn runter, nicht oben lassen, Kinn, genau. Also Seil war zu kurz, ne? Ja, entweder knallt es mir gegen den Kopf oder gegen die Füße. Kann ich mir aussuchen, was lustiger ist. Am Füßen knallt es ja genau unter den Zehennagel, ne? Also wir sind jetzt schon bei der dritten Trainingseinheit in dieser Woche. Und die waren jetzt relativ knapp hintereinander, was auch ganz gut ist. Wir gehen rüber, Tennisball. Und wir werden versuchen, mal heute ein bisschen die Pausenzeit wirklich einzuhalten. Das heißt, eine Minute ist eine Minute. Das ist für die Präzision. Damit trainiert man das Auge, weil ein Schlag in die Luft kostet einem viel zu viel Kraft. So, ich kontrolliere, wann ich den Schlag hart ausführen will, wann ich ihn schnell ausführen will, wann ich ihn langsam ausführen will. Ja, das ist halt ganz, ganz wichtig. Sowas, wie man es oftmals bei, sag ich mal, Laien sieht, ja, kriegt jeder hin, aber ich mache schnell, kurz und lang und präzise. Ich ziele auf dein Kinn und ich treffe dein Kinn. Ja, ich gehe mal aus dem Raum verlieren. Wir gehen jetzt die Schrittfolgen wieder durch. Ja, schön wieder Technikarbeit erstmal. Versuch nicht zu verkrampfen und einfach nur die Arme rausschieben. Kannst es auch von mir aus richtig langsam machen. Ich brauche nur die Schrittfolge. Zehenspitzen parallel nach vorne, nicht zu eng stehen. Und wieder rückwärts. Ja, genau. Ja, nicht zu doll. Rechts ist zu viel Schwung drin. Genau. Sehr gut. Ja, genau. Und dann halten. Langsam lösen. Schön durchdrücken. Und nach hinten ziehen. Wow. Ui. Jetzt geht's in den Käfig. An dem Ort, an dem man nicht so leicht rauskommt. In dem man aber auch eine ganze Menge Spaß haben kann. Weil man die Fresse bekommt, da muss man dieses Lächeln bekommen, dieses Funkeln in den Augen. Oh geil, jetzt geht's los, Digga. Und wenn ich die Pratzen schon sehe, heißt es wieder kicken. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Es hat schon ganz schön nachgelassen, aber dieser riesige Fleck hier, der war gestern noch dunkel lila. Jetzt brauche ich ganz wichtig von Vito, dass er einen freien Kopf hat. Das klingt jetzt zwar ein bisschen bescheuert, aber der Heilungsprozess oder beziehungsweise die Schienbeine müssen sich einfach daran gewöhnen. Und deswegen müssen wir weiter kicken. Und vom Kicken lernt er einfach das Kicken. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, hey Vito, wir kicken jetzt eine Woche nicht. Er muss da durch. Solange in dir noch irgendein Funke ist zu kämpfen, dann macht es auch. Wir fangen erstmal mit den rechten Low-Kicks an. Wir werden heute 3 Runden, 3 Minuten Kicks kicken. Also es gibt nur zwei, entweder hart kicken, oder wenn du merkst, dass deine Luft nicht mehr kann oder beziehungsweise du kannst nicht mehr hart kicken, dann hast du nur noch die andere Waffe, dann arbeiten wir auf Kondition. Kicken, kicken, kicken. Nur mit diesen zwei Sachen kannst du mich als Angreifer stoppen. Guck mal, meine Mitte ist frei. Ich habe hier die Möglichkeit, hier wegzugehen. Guck mal, ich bin weg, ich bin weg. Nur hier kannst du mir den Weg abschneiden. Und kick. Du bist... Genau. Kicken. Genau. Ich geh... Kicken. Stopp mich, Loki. Genau. Deckung oben lassen. 2 Kicks. Nochmal. Ja. Merkst du, wenn du richtig triffst, dann tut's auch nicht weh. 1. Kampfstellung. In einer Kampfstellung gehst du zuerst. Rechtes Bein zuerst. Ja. Rechtes Bein zuerst. 1. Ja, sehr gut. Schneid mir den Weg ab. Rückwärts. 1. Dreh die Hüfte mit ein. 1. Ja, sehr gut. Schneid mir den Weg ab. 1. 1. Genau. Du teilst dir deine Kraft ein. Bam. Ja, besser. Oberschenkel. Bam. Ja, jetzt kommen die. Ah, Scheiße. Bam. Das ist ein Knochen. Ja. Bam. Ah, bam. Atme gleichmäßig.
Ja, die Schienbeine tun weh, aber er muss halt kicken. Die Pratzen sind noch echt weich. So beschissen das klingt, aber so töten die Nerven an seinem Schienbein ab. Deswegen sage ich ja, man muss nicht ein Baseball... Überleg mal, du würdest jetzt mit dem Schienbein eine Baseballkeule zerhacken. Es tut dir schon an den Pratzen weh. Ja, also deswegen, du brauchst kein Glas, kein Baseballkeule. Kick mal erstmal an Pratzen, ja, und mach erstmal das durch. Und dann können wir davon reden, dass du ein hartes Schienbein hast. So, weil, guck mal, wie zerhackt die aussehen. Ja, als würde er eigentlich richtig kämpfen. Okay. Ja, Freunde, das Miese ist tatsächlich, das ist jetzt der dritte Tag in Folge, ohne irgendeine Pause. Ich meine ja schon, am ersten Tag haben die Pratzen gar nicht weh getan. Dann waren die Schienbeine vom schweren Sandsack im Arsch. Jetzt egal was. Ich glaube, da könnte der Schaumstoff halten, das würde wehtun. Sogar wenn meine Hose nur durch den Wind dagegen flackert, tut das schon weh. Wir gehen auf die Technik. Ich will einen Middle Kick haben. Ich brauche keine 100 Kicks, ich brauche sie nur sauber. Ja, besser. Ja, sehr gut. Sehr gut. In der Kampfstellung bleiben. Bleib Körpermitte. Nur so schneidest du mir den Weg. Und kick. Ja. Schneid mir den Weg ab. Wenn ich mich nach rechts bewege, kickst du. Ja. Weil du willst jetzt stoppen, dass ich dir weggehe. Du musst kicken. Du musst mich. Ja. Das Ding ist ja, nur in der Mitte ist es weich. Deswegen, er muss mit dich treffen. Deswegen zwinge ich ihn. Nur in der Mitte ist es weich. Unten ist es hart. Nur mit. Ja. Nur da. Ja. Die Mitte musst du treffen. Ja. Und nochmal, 2 Sekunden, ein Kick gibst du mir noch. Ja, ah. Ich habe wieder die Ehre, durch die Gegend gekickt zu werden. Ich hatte die andere Ehre mit den Low Kicks und mit den Mid Kicks. Es ist nur eine Sache für mich wichtig. Jetzt arbeiten wir auf Kondi. Damit kein Knie zu den Kronjuwelen hier. Hast du den T-Shirt dabei? Nee, ich hab den vergessen. Naja, safety is first, deswegen nehmen wir 2. Normalerweise ist es halt im Clinchen so, wenn ich clinche und wenn ich den Kopf des Gegners habe, dann ist es 50-50, also sozusagen, ich ziehe und bring mein Knie mit nach oben. Rum, ja? Im besten Fall ist der andere hier so schwach drin, dass ich ihn wirklich runterziehen kann und mein Knie hoch. Und somit trifft sich die Kraft in der Mitte. Knockout, im besten Fall. Vito ist halt ein großer Mann, deswegen er braucht eigentlich Julien gar nicht runterziehen. Ja, sprich, du musst eigentlich dein Knie da reinrammen. Ja? Also du könntest das Knie auch so bringen. Jetzt. Bleib ruhig. Und 1, 2, 3, 4, weiter. 5. Saubere, schöne Knie. Deckung oben lassen. Atme durch die Nase. Nur ruhig und gleichmäßig. Atme tief ein. Also man sieht, aber das linke Bein will nicht mal mehr stehen. Aber ich hätte nicht mal recht gehabt. Man muss ja sagen, ich würde selber in diesem Moment ihm vielleicht was von meinem Können geben, damit er durchhält. Als Sportler sowas tut immer weh, aber ich muss ihn halt pushen. Und jetzt! 20 Sekunden, wenn ich das 20 Sekunden durchziehe. Wow, ja. Bleib dran. Wirf ihn mal in den Cage, 10 Sekunden. Bring ihn an den Cage ran. 10 Sekunden, nicht. Komm mal durch. 4, 3, 2, 1. Atme gleich durch. Atme ein und aus. Ich frage, warum wir jetzt nichts einfach sagen. Manchmal ist es halt besser, wenn jemand kaputt ist, nichts zu sagen, weil man kennt es von einem selbst. Du bist komplett am Arsch und dann bringt auch einer Kommentare, ein bisschen gerne aufs Maul wollen. Genau, und halt die Klappe. So, und im schlimmsten Fall, man will jetzt von Vito keinen abstehen, deswegen man lasst ihn. Halt die Klappe. Vito sehr gut geschlagen. Und ich sage wirklich konditionell gut, wenn jetzt einer sagt, naja, ey, das ist Low Kicks, Middle Kicks, Front Kick, Knie.
bringt es erstmal, wenn du nicht wirklich Konditraining machst und haltest auch durch, ohne umzukippen, ohne zu kotzen. Und der hat sich ja jedes Mal wieder aufgerappelt und hat wieder Vollgas gegeben. Das ist echt nicht einfach. Wenn einer die Kondition hat, weil er sowieso relativ dünn ist und nicht wirklich, sag ich mal, so viel Muskelmasse hat wie Vito, ey, dann kann er es auch schwer nachvollziehen. Ja? Aber das ist echt hart, was er macht. Selbst wir als Wettkämpfer, wenn wir das untereinander machen, natürlich gehen wir noch ein ganz anderes Tempo, aber du bist danach einfach durch. Für alle, die sich dann denken, irgendwie Rambo zu sein und sagen, ah, das ist doch nicht. Gerne, Spitfire. Wir sind Spitfire Gym Berlin, Bülowstraße 56, 57, Deutschland, Berlin. Komm gerne vorbei, dann kannst du auch mal das Training mitmachen. Und Spaß haben. Hat er vergessen. Der Medizinball. Damit ihr das seht, wiegt 15 Kilo. Damit trainiere ich auch, damit trainieren wir alle. Deswegen haben wir auch so einen Punch. Wer es nicht glaubt, kann es gerne testen kommen. Wir haben hier eine schön gepolsterte Wand. Schlagposition. Okay. Von mir aus kannst du auch so schreien, weil ich muss schreien. Das sind 15 Kilo. Wichtig ist, ich will keine 100 Würfe. Einen harten Wurf. Arme ausschütteln. Ball wieder anheben. Position. Ram. Ball. Hoch und jetzt. Jetzt geht es halt um die Rotation. Ich rotiere. Rumspringen. Wieder. Zur Mitte. Runter. Eine Minute arbeiten, eine Minute Pause. Eine Minute arbeiten, das sind zwei Runden und dann bist du befreit. Du bist frei für heute. Danach drehen wir für euch noch ein schönes Beintraining im Powerhouse. Also Freunde, wenn ihr das Beintraining seht und ich da echt scheiße unter dem Arsch bin, dann wisst ihr warum. Alle anderen Leuten sich davor drücken. Ich habe gesagt, scheiß drauf. 3 Tage K1 mit Aristo und ich komme direkt nach dem Training und fick meine Beine im Powerhouse. Ball anheben. Nehmen wir den Platz. Kampfstellung. Noch ein bisschen zurück. Und los geht's. Ja, Power, das ist für mich kein Schlag. Nimm dir Zeit, lass dir Zeit. Das ist ein Schlag. Das ist ein harter Knockout-Schlag. Noch mehr Power. War das die Schulter oder der Ellbogen? Okay. 10, 12 Sekunden. Boom. Bleib auf einer Linie. Bleib auf einer Linie. Komm. Und frontal. Hep. Nicht nur aus der Armkraft, rotier auf den Körper. Hier. Boom. Boom. Komm, mehr Power. Mehr Power. 30 Sekunden. Komm, 20 Sekunden. Komm. Oh, komm, mehr Power. Guck mal, ich kann hier stehen, hier. Komm. Ja, jetzt komm. 10 Sekunden. 10 Sekunden, dann bist du durch. 8 Sekunden, dann hast du alles geschafft. Einmal noch. Und noch mal die andere Seite. Und noch einmal. Geil. Komm hoch. Oh. Kontrollier deine Atmung. Langsam und tief einatmen. Kontrollier deine Atmung. Man baut sich aus. Du musst abfacken. Schießung. Man muss komplett abfacken. Aristo hat heute Morgen keinen Kaffee bekommen. Dafür schon Sparring gehabt. Okay, Freunde. Tag 5 ist vorbei. Spitfire Gym mit Aristo und Julian. Geht immer weiter, Freunde. Immer weiter.